Heute spielt das Punktspiel gegen TuS Appenhahn im heimigen Elbe-Stadion. Was sind die Erwartungen für das heutige Spiel? Die Erwartungen sind eigentlich, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Leider sind wir heute ja mit viele Verletzte, viele, die gesperrt sind. Wie gesagt, wir gehen immer für einen Sieg ins Spiel. Und wir hoffen, wir zeigen den Jungs, den Fans heute, dass wir Fußball spielen können. Das Spiel ist zu Ende. Unglückliche 1-2 Niederlage. Was ist Ihr Fazit zum Spiel? Wir haben ein sehr gutes Spiel. Wir haben dann unnötig eine rote Karte in der 40. Minute kassiert. Mussten leider Unterzahl spielen. Aber ich kann eins sagen, die Jungs haben super gekämpft. Haben nochmal Pech gehabt oder beziehungsweise das Glück gehabt, dass wir noch Elfmeter kriegen. Mit so zwei Chancen leider beide daneben gehauen. Tut mir leid für die Jungs. Die haben echt gut gekämpft.